So, hallihallo liebe Leute und herzlich willkommen. Endlich mal wieder hier ein neues Video auf meinem Kanal. Und ja, ich entschuldige mich nochmal dafür, dass jetzt ein paar Tage bzw. 10 Tage kein Video kam. Ja, war ein bisschen stressig, auch scheiß Lager ist voll. Stressig mit Schule und allem. Weil bei uns, wir haben jetzt noch 6 Wochen Schule. Und deshalb, ja, nochmal ein bisschen lernen, um doch die bessere Note im Zeugnis zu kriegen. Und es geht halt einfach vor, ich denke, das wird bei jedem von euch so sein, dass Schule einfach vorgeht. Und ich verstehe nicht wieso, aber der Ton ist gerade arg leise. So. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu laut und... Wir haben 127 Millionen. Und ganz ehrlich, das ist langsam voll langweilig. Mir zumindest. Noch 71 Monate. Und wir lassen mal die Zeit laufen. 71 Monate, wie lang sind das? Überlegen. 5. Ja, so circa 5-6 Jahre. Noch. Und wir machen gar keinen Gewinn. Und unser Geld geht runter. Nein! Gehen wir mal kurz hier. Nee. Na, ich warte bis da oben ist der Markt. Nehmen wir doch so einen 3-Euro-Vertrag mit. Der gibt wieder voll viel. Aber ich habe auch eine Mega-Produktion hier. Schotter. Ohne Ende. Die Verdrehung läuft noch nicht. Okay, Lager. Oh, Kapazität abbau. Aber. Also wenn man viel Geld hat, lohnt es sich gar nicht mehr, irgendwas zu machen. Langweilt sich nur zu Tode. Wieso so viel fuck große Aufbereitungsmaschinen? Ich habe hier Kapazität ohne Ende. Da verstehe ich jetzt meine Logik nicht. Verfügbar. Freier Markt. Oh, jetzt ist der Markt wieder weg. Nehmen wir wieder so einen 3-Euro-Vertrag mit. Ich hätte das Ziel nicht auf 20 Jahre setzen sollen, obwohl eigentlich wollte ich ja viel machen hier. Und ich lerne mal das Lager. Einer geht noch. Der geht dann nur 60 Tage. So. Aktiven Verträge. Ja, passt doch alles. Und wir gehen mal. Produktionsübersicht, noch. Bestand. Wieso leckt das gerade so ein bisschen? Akzeptieren. Geil. Ist ja mega. Jetzt habe ich noch ein Problem mit meiner Produktion. Produktionsübersicht. Oh. Markt, aktive Verträge. Okay, das wird knapp. Sehr knapp. 11. Juli kündigen. Egal. Ist ja nicht viel. Wenn ich den jetzt auch kündige.
Jetzt passt's noch. Was heißt, kommt der Markt nicht vor und zurück? Ich habe jetzt 232 Millionen auf dem Konto. Ich könnte. Och, Mann, egal. Können wir uns ja leisten. Da können wir gleich mal hier ein Unternehmen erweitern und kaufen. Mal. Nee. Ja. Irgendwie machen wir das jetzt so. Das ist die letzte Folge, weil, okay, ganz ehrlich, mir macht es keinen Spaß mehr, das Spiel. Wir haben hier 234 Millionen. Dann ein volles Lager. Und ich denke, ja, was will man als Markt noch machen? Also, ich bin ja schon Marktführer. Wenn ich einmal mein Lager verkaufen will, ist der Marktpreis am Ende. Jetzt verkaufe ich wieder und dann ist das wieder bei 2 Euro. Und da fällt halt immer. Ja, es macht halt keinen Spaß mehr. Und deshalb war das jetzt auch hier die letzte Folge von Mining Industrie, Bergbau Industrie, Wirtschaftssimulation. Entschuldigung, jetzt habe ich mich gerade verschluckt in meiner Spucke. Oh, Marktmann geschunden. Egal. Ja, ich lasse einfach die Zeit laufen und laber ein bisschen hier. Ja. Das Spiel. Jetzt gebe ich mal. Ich gebe am jedes Let's Play, in dem mache ich so eine kleine Bewertung. Jetzt wird so eine Bewertungsfolge hier noch. Die restlichen paar Minuten. Das Spiel hat mir recht gut gefallen. Ich mag Wirtschaftssimulation. Einziger Nachteil, mal schnell oben. Hat schnell viel Geld und. Wenn man mal mehr als 10 Millionen hat, wird es langweilig. Wenn man dann einfach so viel machen kann, dann ist das Spiel nicht mehr. Ja, dann ist es einfach zu langweilig. Weil dann kommt immer mehr Geld, aber was will man mit mehr Geld? Man will Spaß am Spiel haben. Aber ja, es hat mir sehr gut gefallen. Ihr könnt euch das gerne auch kaufen, wem es gefallen hat. Ich bin auch durch einen YouTuber draufgekommen. Und ja, ich finde halt solche Wirtschaftssimulationen gibt es selten. Und ja, das einzige Nachteil ist, man hat schnell Geld. Schnell langweilig. Wir haben jetzt keine Ahnung, wie viele Folgen, glaubt die 20. oder. Ja, die 20. Folge und auch das Ende. So, ja. Das Spiel hat man ein bisschen zu schnell durch. Aber ansonsten hat mir es gut gefallen. Vielleicht machen wir noch ein paar Tutorials. Und ja, ansonsten danke fürs Zusehen und danke an alle Zuschauer, die das Projekt verfolgt haben. Auch wenn das Projekt hier echt nicht gut gelaufen ist auf meinem Kanal mit durchschnittlich 15 Aufrufen. Ist aber okay, da sehe ich, ich habe 15 Zuschauer. Freut mich. Danke an euch und danke an meine Abonnenten. Ich hatte, also heute ist Dienstag, wenn ihr das Video sehen werdet, ist Dienstag. Und ich nehme es gerade am Montag Nachmittag auf. Und aktuell habe ich gerade 113 Abonnenten. Ist einfach nur mega geil. Danke dafür. Und ja, ich beende hier das Let's Play damit. Und ja, vielen Dank und tschüss, bis zum nächsten Mal.